Es ist eine Riesenehre für mich, hier in diesem schönen Raum zu sein und ein bisschen mit zu reflektieren, was uns Laudato Si sagt. Ich werde aber keine Exegese machen, sondern in der Hauptsache vortragen, was der Club of Rome, dessen Co-Präsident ich bin, als Antwort auf Laudato Si zu formulierenden Begriff ist und einräumen zu Beginn, dass wir sehr stark motiviert worden sind durch Laudato Si, uns mit der Frage zu beschäftigen. Und Laudato Si ist auch eine Einladung zum Dialog. Wir planen einen neuen Donnerschlag, kann man sagen. Come on, auf Englisch, auf Deutsch, wir sind dran. Nach dem ersten Donnerschlag vor 45 Jahren, das ist schon ziemlich lange her, The Limits to Growth. Und einer der Auslöser war eindeutig Laudato Si, wo die großen Gefahren für die Schöpfung formuliert sind, sehr gut. Hartmut, du weißt, dass unser gemeinsamer Freund John Schellenhuber da wesentlich beigetragen hat, im direkten Gespräch im Vatikan, dass das auch naturwissenschaftlich sehr sorgfältig formuliert ist. Und dann eben die Ökologie im weitesten Sinne, der Zusammenhang zwischen Natur, Menschen und Wirtschaft. Dieses erste Kapitel beschreibt eben die ökologische Krise. Das zweite nennt sich dann ein Evangelium von der Schöpfung. Das ist für uns auch wichtig zu wissen, dass eine theologische Dimension mit dieser Natur, mit dieser Schöpfung in Zusammenhang gebracht wird. Und darin zitiert der Papst in Absatz 85 seinen Vorvorgänger Johannes Paul II., mit dem Satz, Gott hat ein kostbares Buch geschrieben, dessen Buchstaben von der Vielzahl der im Universum vertretenen Geschöpfe gebildet werden. Sehr schön formuliert. Das dritte Kapitel nennt die menschliche Wurzel der ökologischen Krise, insbesondere die gefährliche Macht des Finanzsektors. Und in Absatz 104 schreibt er, die gewaltigen Technologien geben denen, welche die Kenntnis und vor allem die wirtschaftliche Macht besitzen, sie einzusetzen, eine beeindruckende Gewalt über die ganze Menschheit und die ganze Welt. Und es ist überaus gefährlich, dass diese Macht, das heißt die, bei einem kleinen Teil der Menschheit liegt. Und dann ein paar Absätze weiter, die Finanzen ersticken die Realwirtschaft. Also auch Audi wird natürlich von den internationalen Finanzmärkten mitbestimmt. Das ist eine Art von Diktat und da ist auch eine Gefahr drin. Das vierte Kapitel geht dann auf eine ganzheitliche Ökologie. Eine Vision. Da zitiert der Papst seinen direkten Vorgänger, Benedikt XVI., jede Verletzung der bürgerlichen Solidarität und Freundschaft ruft Umweltschäden hervor. Also diesmal mal so rum buchstabiert. Und ich betone, indem er seine Vorgänger zitiert, auch Paul VI. Und andere hat er sorgfältigst zitiert. Damit widerspricht er implizit der möglichen Auslegung, er vollziehe da einen Bruch mit der vatikanischen Tradition. Das ist auch kirchenpolitisch ungeheuer klug angelegt und sehr zu würdigen. Und dennoch ist Laudato Si ein sehr radikaler Ansatz, der nach meiner Interpretation als großer Schritt zu einer neuen Aufklärung begriffen werden kann. Nun, zur Forderung nach einer neuen Aufklärung gelangt auch, come on. Ich muss dazu eine sprachliche Sache erläutern. Come on heißt, hat auf Englisch zwei ganz verschiedene Bedeutungen, eigentlich einander widersprechende. Das eine heißt, come on, tu nicht so.
Versuch mich nicht mit ollen Kamellen zu sättigen. Das wird nicht funktionieren. Und das andere heißt, come on, wir haben zusammen was zu tun. Und beides ist mit diesem Titel gemeint. Der erste Teil heißt, come on, die jetzigen Trends sind doch alles andere als nachhaltig. Und das zweite heißt, come on, komm mir doch nicht mit abgestandenen, vergangenen und in gewissem Sinne obsoleten Philosophien. Und der dritte Teil heißt, come on, wir wollen jetzt nicht philosophierend warten, sondern wir können und wollen jetzt schon handeln. Das ist also ein im Kern sehr optimistisches Buch, anders als der erste Donnerschlag, The Limits to Growth, was grundpessimistisch war. Also, Teil 1, die heutigen Trends sind nicht nachhaltig. Also beim Klima, darüber weiß Hartmut Grassel viel mehr als ich. Also es waren 3 Flutkatastrophen, die eine hier ganz in der Nähe, also Donau und dann die Elbe und so weiter, aber in Kanada und in Indien genauso schlimm, im gleichen Monat. Und dann erst recht der Meeresspiegelanstieg. Das ist absolut gigantisch, was da auf uns zukommt, wenn wir nicht aufpassen. Und dann die Bevölkerung, Bevölkerungsvermehrung. Das steht absolut im Zentrum der Nichtnachhaltigkeit und muss unbedingt wieder auf die politische Tagesordnung kommen. Ich habe jetzt ein Bild nicht dabei, was vom United Nations Fund for Population Activities stammt. Da ist von Ihnen gesehen, nach rechts aufgetragen, die Bevölkerungsvermehrung in ungefähr 10 verschiedenen geografischen Bereichen der Erde und von unten nach oben das Erreichen der Jahrtausendentwicklungsziele, der Millennium Development Goals. Und wie sieht die Kurve aus? Eine ganz klare negative Korrelation. Je mehr die Bevölkerung zugenommen hat in dem betreffenden Teil, desto hoffnungsloser der Versuch, die Millennium Development Goals zu erreichen. Und gleichzeitig die Regierungen der Länder, die das zulassen, dass diese Sorte von vollkommen ungehemmter Bevölkerungsvermehrung stattfindet, deren Devise ist immer, wir wollen Entwicklung, Entwicklung, Entwicklung. Und sie zerstören die Voraussetzung dafür, dass die Entwicklung auch wirklich klappt. Wir Europäer müssen sehr vorsichtig sein, dass gegenüber den betreffenden Regionen und Ländern zu artikulieren. Aber wenn es von den Vereinten Nationen kommt und so nachgewiesen ist, dass Ökonomie verlangt, dass man endlich diesem Thema wieder die nötige Aufmerksamkeit schenkt, dann ist es richtig. Herman Daly war früher mal Chefökonom der Weltbank und Mitglied des Club of Rome, er ist jetzt Emeritus-Mitglied, hat den Unterschied formuliert zwischen der leeren Welt und der vollen Welt. Und dann stellt er fest, empirisch völlig unbestreitbar, dass alle Religionen der Welt und alle Doktrinen der Welt, insbesondere die ökonomische, und praktisch alle Philosophien der Welt aus der leeren Welt stammen. Und die peinliche Frage erhebt sich, wie weit die mit ihren Formulierungen für die volle Welt geeignet sind. Und ein ganz großer Teil ist eben überhaupt nicht geeignet. Die volle Welt nennt man jetzt Anthropozän, eine Wortschöpfung hauptsächlich von Paul Crutzen, dem Nobelpreisträger. Und das Dramatische daran ist, dass das explosive Wachstum im Wesentlichen in den letzten 50 Jahren stattgefunden hat. Als ich Schüler war in Göttingen, gab es das Phänomen nicht. Ja? Das ist jetzt
60 Jahre her. 97% des Lebendgewichtes der auf dem Land lebenden Wirbeltiere sind Haustiere und wir Menschen selber. Und 3% bleibt für die Wildtiere übrig. Das ist eine der kräftigsten Aussagen über die Richtigkeit des Begriffes Anthropozän. Der Mensch bestimmt alles und tut so, als gäbe es noch Elefanten. Ja, es gibt noch ein paar. Aber die Dramatik der Abnahme von Tier- und Pflanzenspezies ist überhaupt nicht zu übersehen. Wegen des Anthropozän. Das ist eine selbstmörderische, gefährliche Entwicklung. Das wird aber natürlich allgemein tabuisiert. Und in demokratischen Wahlen wird immer nach anthropozentrischen Grundsätzen entschieden. Und in den letzten 5 Jahren, wo der Populismus zugenommen hat, ist sozusagen das Ausschalten des Themas Umwelt eine der kräftigsten Wahlslogans gewesen. Eine Schande für die Demokratie und für die Menschen, die daran teilnehmen. Biodiversität, Landnahme, Abholzung und sogenannte moderne Landwirtschaft zerstören die Artenvielfalt. Ich habe jetzt ein anderes Bild nicht dabei, wo etwa 10 verschiedene Wirtschaftssektoren gegenübergestellt werden, darin, wie profitabel sie wären, wenn einigermaßen die externen Kosten mit eingerechnet würden. Und die meisten Sektoren sind dann immer noch gerade ein bisschen profitabel. Aber die Landwirtschaft, die im Bereich Tierzucht und Pflanzenbau, sind dramatisch ins Negative. Also die Landwirtschaft ist herauszusingularisieren als derjenige Wirtschaftsteil, der im Wesentlichen zerstörerisch funktioniert und dessen Externkosten man einfach ignoriert. Im Übrigen gibt es ja auch Überraschungen. Ich war früher mal Biologieprofessor, da weiß ich das noch. Düngung schadet der Biodiversität. Die Magerwiese ist die artenreiche Wiese. Das ist kontraintuitiv, aber richtig. Moment, was ist jetzt passiert? Dann die Vermüllung, unsere Meere. Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein. Und wie reagiert die Politik auf die Notwendigkeit von Klimaschutz, Vermüllung stoppen, Artenschutz? Wie machen die das? Ja, ganz einfach. Wir brauchen viel mehr Wachstum. Dann können wir uns den teuren Umweltschutz und so weiter leisten. Ja? In allen Hauptstädten der Welt ist das exakt die Reaktion auf Paris. Da stoßen aber 2 konträre Auffassungen aufeinander. Ungebremstes Wachstum ist die Lösung aller Probleme oder ungebremstes Wachstum ist das Problem. Ärgerlicherweise haben die Wachstumsskeptiker recht beim Klimaschutz. Wachstum geht bisher einfach Hand in Hand mit CO2-Emissionen. Das heißt also, wenn man das schafft, was die Leute mit dem vielen Wachstum wollen, dann wird es schlimmer fürs Klima und nicht besser. Und trotzdem hört man überall aus den Hauptstädten, ja, jetzt müssen wir wegen des Klimas unbedingt mehr Wachstum haben. Also keines der ökologischen Probleme wird gelöst durch Wachstum. Es kann allerdings Sorten von Wachstum geben, die uns helfen. Jetzt sind wir bei Teil 2. Wir stecken mitten in einer philosophischen Krise. Wenn wir es gerade noch schaffen, die richtigen Fragen zu stellen, wie also zum Beispiel beim Klima, aber wir systematisch die falschen Antworten produzieren, dann stecken wir mitten in einer philosophischen Krise. Und nun liegt es dafür, um das zu analysieren, nahe, sich ein paar Schlagworte der Ökonomie und ihrer Erfinder anzuschauen, zum Beispiel den Markt, den internationalen Handel und den Wettbewerb und den Sieg der Starken. Und da wird man sehr überrascht. Für Adam Smith war ganz klar, dass die geografische Reichweite des Marktes identisch war mit der Reichweite des Gesetzes, des Staates, der Moral. Also selbst die Ostindische Kompanie war natürlich britisches Recht.
Und dadurch gab es eine Art von Waffengleichheit oder Balance zwischen Markt und Staat. Und dann ist die unsichtbare Hand der Markt was ungeheuer Gutes. Aber heute ist der Markt global und das Gesetz ist national, wenn nicht provinziell. Das heißt, die Finanzmärkte sagen den Parlamenten der Welt, was sie zu tun haben, damit die Kapitalrendite möglichst groß wird. Und die Folge davon ist, dass man alle ökologischen, sozialen Dinge in den Wind schlägt, solange man nur Arbeitsplätze kriegt. Ergo wird der Markt brutal, gesetzlos, zerstörerisch. Oder David Ricardo, der Heilige des Freihandels. Für ihn war das Kapital ortsfest. Bloß Güter und ihre Händler gingen über die Grenze und nutzten dann die komparativen Vorteile. Hat er großartig beobachtet und beschrieben. Aber heute regiert das Kapital alle Märkte und saust mit Millisekundengeschwindigkeit im Wahnsinnstempo um die Welt. Das lässt sich absolut nicht mit Ricardo legitimieren. Aber das weiß man in den Amtsstuben der WTO nicht. Oder Charles Darwin, er fand den Wettbewerb vor und er wusste, der findet vor allem lokal statt. Geografische Grenzen sah er als Stützen der Evolution an. So etwa auf den Galapagos-Inseln. Da fand er die heute sogenannten Darwin-Finken, die konnten sich nur in Abwesenheit von Konkurrenten aus dem Festland entwickeln. Also zum Beispiel der berühmte Spechtfink, der knackt einen Kaktusdorn ab, um dadurch seinen Schnabel zu verlängern und damit das zu leisten, was auf dem Festland die Spechte machen. Aber hätte es Spechte auf Galapagos gegeben, hätte der Fink null Chancen gehabt. Also, die Abwesenheit der Konkurrenten des Festlands als Voraussetzung für Evolution. Das ist das exakte Gegenteil von dem, was man in den Ökonomielehrbüchern liest. Unter Berufung auf Darwin. Es lässt sich absolut nicht mit Darwin legitimieren. Und trotzdem tut die heutige neoliberale Politik so, als sei der Markt segensreich für alle. Eine wunderschöne Weihnachtskarte des Adam Smith Instituts, gucken Sie sich das mal an. Der Freihandel ist gut für alle, der Wettbewerb aller gegen alle ist die Ursache für die höhere Entwicklung und so. Also einfach falsch, falsch zitiert, falsch durchdacht und das Ganze als ein ungeheures, starkes Legitimationsgebäude für das Falsche. Das ist im Kern der philosophischen Krise, mit der wir uns auseinanderzusetzen haben. Also die neoliberale Politik ist die falsche Philosophie. Die Krise der Philosophie geht noch weiter, etwa in der Erkenntnistheorie. Im angelsächsischen Raum gilt die analytische Philosophie als die einzig wahre. Was kann die analytische Philosophie über die Ratte sagen? Ja, sie kann die Ratte zerzieren, dann ist sie tot. Was lernt man darüber über die lebendige Ratte? Relativ wenig. Oder über systemare Zusammenhänge? Praktisch gar nichts. Wir brauchen eine philosophische Neuausrichtung für die volle Welt. Und das wird kaum billiger zu haben sein als mit einer neuen Aufklärung. Die Aufklärung des 18. Jahrhunderts war großartig. Sie ist aber zu einer Rechtfertigungslehre für Individualismus, Egoismus, Gier und Marktdominanz verkommen. Wenn heute über neue Aufklärung geredet wird, meint man meistens die Rückkehr zur Rationalität. Das ist ja absolut verständlich. Trumps Lügenpolitik ist unerträglich, aber hier geht es um etwas Tieferliegendes, als nur diese Abwehr von einem Lügenpräsidenten. In der neuen Aufklärung wird Balance zum wichtigen Prinzip zwischen Mensch und Natur, zwischen Kurzfrist und Langfrist, zwischen öffentlich und privat, also zwischen Staat und Markt, zwischen den Geschlechtern, zwischen Innovation und Bewährtem. Also in Kalifornien, da ist alles muss disruptive sein. Und was heißt disruptive? Also in dem Buch haben wir ein Kapitel. Do we like disruption? Antwort, no. Disruption ist im Wesentlichen was ganz Widerwärtiges. Trotzdem ist natürlich Innovation was sehr Gutes, insbesondere wenn es in die richtige Richtung geht. Aber wir wollen auch das Bewährte haben und nicht kaputt machen dauernd. Oder zwischen Gerechtigkeit und Leistungsanreiz. Selbstverständlich brauchen wir einen Leistungsanreiz. Das ist, was Gerhard Schröder mit seiner Agenda 2010 erreicht hat. Das war völlig richtig. Aber wir brauchen trotzdem auch Gerechtigkeit. Sonst ist es außer Balance.
oder zwischen Religion und Staat. Also der islamische Staat wäre eine Katastrophe. Aber ein Staat, der versucht, religionsfrei zu sein, ist noch eine größere Katastrophe. Ja? Da sind wir uns doch wahrscheinlich sehr schnell einig. Oder zwischen Herz und Verstand. Also das ist eine Karikatur. Monotheistische Religion und westliches Denken haben eine Tendenz, rechthaberisch zu sein. Wenn wir im Westen hören, da gibt es irgendeinen Disput, einen Streit, ist die natürliche Reaktion bei uns, einer hat Recht, der andere hat Unrecht. Aber vielleicht ist beides falsch. Vielleicht ist die eigentliche Antwort eine vernünftige Balance zwischen den beiden. Das kommt aber in unserer Logistik kaum vor. Im asiatischen Raum ist das viel selbstverständlicher. Die neue Aufklärung muss zur vollen Welt passen. Sie muss die Interessen der Enkel im Blick haben. Sie muss Solidarität höher bewerten als Egoismus und muss die Staat-Markt-Balance wiederherstellen. Und sie muss weltweit denken. So kann man Laudato Si lesen. Aber wir können nicht warten, bis 7,5 Milliarden Menschen durch die Mühen einer neuen Aufklärung gegangen sind. Also Teil 3, wir müssen und können heute schon handeln. Also zum Beispiel, mein Freund Ashok Khosla, war mein Vorgänger als Co-Präsident im Club of Rome, hat mit seiner Firma, seiner Organisation Development Alternatives in 30 Jahren etwa 3 Millionen nachhaltige Arbeitsplätze im ländlichen Indien geschaffen. Das ist absolut fantastisch. Er hätte den Nobelpreis viel mehr verdient als Mohammed Yunus. Aber er wird von der heutigen Ökonomie weitestgehend ignoriert. Ich meine, eine kleine Anekdote. Er hat zum Einstellungsprinzip für eine kleinstädtische, kleine Papierfabrik, wo man lokale Materialien verwendet, nicht etwa Qualifikation genommen, sondern Bedürftigkeit. Da hat er junge Frauen aus der Kaste der Unberührbaren eingestellt. Und die waren dann ungeheuer gelehrig und wahnsinnig betriebstreu. Und nach 2 Jahren waren sie hervorragende Mitarbeiterinnen. Und dann hat man 20 oder 25 Jahre später festgestellt, dass diese Frauen aus der Kaste der Unberührbaren 1 oder 2 Kinder hatten und damit unendlich glücklich waren. Während diejenigen, die liegen gelassen blieben, die haben 5 oder 10 Kinder und haben das Problem der dörflichen Nicht-Nachhaltigkeit weiter verstärkt. Also auch solche unerwarteten Erfolge kann man zeitigen, wenn man nur den Drive hat, die Bereitschaft, sich da richtig einzusetzen. Oder die deutsche Energiewende, das war auch großartig, die Dezentralisierung des Stroms, inzwischen beinahe weltweit betrieben, insbesondere in den Ländern, wo es nicht diese großen Hochspannungsleitungen gibt. Da ist die Dezentralisierung was ganz Wunderbares. Und die Erneuerbaren sind inzwischen viel billiger als der Atomstrom. Oder Gunter Paulis Blue Economy. Eine Kaskaden- und Kreislaufwirtschaft, der hat 100 Beispiele gezeigt und hat nachgewiesen, dass inzwischen so etwas wie 3 Milliarden Dollar da investiert worden sind und so etwas wie 2 Millionen Arbeitsplätze geschaffen worden sind. Ich kann da nicht im Einzelnen darauf eingehen und einige seiner Beispiele sind ein bisschen fishy, aber trotzdem, der Grundansatz ist ungeheuer vernünftig. Der größte Teil davon findet in Entwicklungsländern statt. Oder nachhaltige Landwirtschaft weltweit. Das neue Club of Rome-Mitglied Hans Herren, ein Schweizer, hat Agriculture at the Crossroads verfasst, zusammen mit Judy Wakungu. Und da steht im Grunde drin, was man anders machen, als die heutige Agrarlobby immer will. Das ist auch etwas für die VDW, da macht man ja auch schon einiges. Oder Chinas 13. Fünfjahresplan, Wachstum und Klimaschutz gleichzeitig und zum Teil sogar kausal verknüpft. Oder dann eine Verfünffachung der Ressourcenproduktivität. Das Buch habe ich zusammen mit einem australischen Team geschrieben, wo wir für die 4 wichtigsten Wirtschaftssektoren nachweisen, dass eine Verfünffachung der Ressourcenproduktivität verfügbar ist. Kann man machen. Und dann müssen wir die Genügsamkeit wieder schätzen. Und da gibt es auch Trends in dieser Richtung, auch bei den Jungen in Deutschland und erst recht in anderen Ländern. Ich war letzte Woche in Spanien,
habe ich genau dieses Phänomen gesehen. Meine Frau Christine, die im VDW-Vorstand ist, die nennt es lieber Entgierung. Sie sagt, Genügsamkeit ist zu defensiv. Also so wie es irgendwann das Wort Entschleunigung gab. Vorher gab es das nicht und kann man machen. Heißt das, wir müssen ärmlich werden? Ach nein, guckt euch das doch mal an. Genügsamkeit kann schick sein und sexy, ja? Und Genügsamkeit kann glücklich machen. Wir brauchen keine kriegstauglichen Kinderspielzeuge. Aber man braucht auch politische Entscheidungen, um diese positiven Perspektiven durchzusetzen, damit sie nicht in der Nische bleiben, sondern Mainstream werden. Naturverbrauch muss dazu stetig teurer werden. Die Märkte schaffen das nicht. In den letzten 200 Jahren sind Energie und materielle Ressourcen, einschließlich Wasser, ständig billiger geworden. Mit so ein paar Hicks nach oben wieder, aber dann wird groß gejammert, aber der Trend ist immer der gleiche. Ein Vorschlag, den habe ich im China Council of International Cooperation on Environment and Development, der direkt an den Ministerpräsidenten berichtet, entwickelt, nämlich ein Ping-Pong zwischen der Effizienzerhöhung, zum Beispiel von Energie, und den Preisen. Also, da kann Audi beitragen, wenn im Jahr 2017 die deutsche Autoflotte um, sagen wir mal, 1% treibstoffeffizienter wird, dann würden nach dieser Regel im Jahr 2018 die Treibstoffpreise um 1% höher plus Inflation. Das heißt, der gefahrene Kilometer würde nicht teurer im Durchschnitt. Aber es gäbe eine Prämie für Autobauer, Händler und Autokäufer, sich für den jeweils effizientesten, für das effizienteste Modell einzusetzen. Man kann das auch auf CO2 buchstabieren, wenn man will, dann kommt man vielleicht zum Elektroauto, aber Hybridauto halte ich ökologisch für vernünftiger. Aber das sind dann Nebenfragen. Und das Ganze ist abgeguckt, dieses Ping-Pong, dem, was wir über 150 Jahre erlebt haben, mit einem Ping-Pong zwischen Erhöhung der Arbeitsproduktivität und Erhöhung der Löhne. Das ist die Basis unseres Wahnsinnswohlstandes. Steigt die Arbeitsproduktivität, können die Löhne steigen. Steigen die Löhne, steigt die Notwendigkeit, nicht nur für den Finanzvorstand, sondern auch für die Techniker und so weiter, dafür zu sorgen, dass die Arbeitsproduktivität erhöht wird. Das war ein segensreiches Ding. Nur heute ist der Faktor Arbeit weder unproduktiv noch knapp, sonst hätte man keine Arbeitslosigkeit. Dagegen der Faktor Natur ist wahnsinnig knapp. Das schreibt der Papst. Also müssen wir jetzt eine langsame Verlagerung des Innovationsschwerpunktes auf die Ressourcenproduktivität hinkriegen. Verfünffachung der Ressourcenproduktivität dauert dann vielleicht, wenn wir das Ping-Pong hinkriegen, 40 Jahre. Eine Verzehnfachung vielleicht 100 Jahre. Und das wäre dann wohl das Ende des Dauerstreits zwischen Wirtschaft und Umwelt. Und damit bin ich am Ende und bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.